Mein Name ist Christian Gildus, wir sind hier in der Bäckerei Gildus und hatten die Idee vom Bocholter Stollen. Und zwar wollten wir einen Stollen machen, wie der früher schon von unserem Urgroßvater gemacht worden ist. Und zwar mit regionalen Produkten, Dinkel, Vollkornmehl, das wir direkt um die Ecke anbauen, mit dem Dirk Ninos zusammen quasi, und regionalen Früchten. Ja, also mein Name ist Matthias Giltus. Ich bin so ein bisschen der Praktiker in der Backstube. Ich sorge dafür, dass das Brot zusammenbleibt und der Stollen nach Möglichkeit lecker schmeckt. Gebe mir große Mühe damit. War nicht ganz so einfach mit dem Mehl, aber hat mir durchaus Spaß gemacht und wir sind, ich hoffe, zu einem sehr guten Ergebnis gekommen. Ja, erstmal brauchen wir die Früchte im Stollen. Das sind die Nüsse, die Kirschen, die Äpfel und das Ganze wird dann mit dem Apfelkorn zusammen zum Einweichen 2 Tage vorher in einer warmen Umgebung gestellt, dann am Tag danach oder beziehungsweise am 2. Tag machen wir dann den Teich. Da fangen wir an mit einem Kochstück. Das Kochstück sorgt nachher dafür, dass wir eine große, gute Frischhaltung im Produkt haben. Wenn wir das Kochstück fertig haben, machen wir einen Vorteich. Der Vorteich dient dazu, die Hefemenge im Teich zu erhöhen. Anschließend fügen wir das Kochstück, den Vorteich, zu einem Teich mit Butter und dem Mehl von dem Dirk Ninos zusammen. Danach geben wir zum 2 Minuten Verschluss geben wir die Früchte unter und machen dann unseren Stollen daraus. Also den Bocholter Stollen macht aus quasi, dass wir Getreide aus direkt vom Acker quasi um die Ecke verwenden, sag ich mal. Dann ist besonders an unserem Stollen, das ist nicht der klassische Stollen mit Zitronat und Orangeat, sondern der hat Haselnüsse, getrocknete Kirschen und Äpfel und übrigens auch Apfelkorn, also quasi alles aus der Region. Für uns war wichtig, einen ganz besonderen Stollen zu kreieren, der quasi unverwechselbar für die Region Bocholt spricht. Also wir haben jetzt die ersten Tests, wie ihr sehen könnt, auch im Video gemacht und wir sind mit unserem Produkt sehr zufrieden und sagen, wir möchten gerne damit anfangen, quasi ab nächster Woche können wir unseren Stollen anbieten. Den Bocholter Stollen bei Bäckerei Gildhus könnt ihr ab nächster Woche und natürlich auch im Online-Shop bei Made in Bocholt erwerben, reservieren und bestellen. Wir sind auch auf dem Weihnachtsmarkt in Bocholt. Kosten tut der Stollen 9,95 Euro, genau, in einer schönen Verpackung. Ich kann die mal zeigen. Hier eine schöne Verpackung in so einem Holzoptikkarton mit schönem Aufkleber. Genau. Mhm. Mhm.